Die grosse Mundartfigur Polo Hofer, Polo National, ist 70 geworden in diesem Jahr. Und das darf man doch auch mal feiern. Sehr schön. Ich finde es eine wunderschöne Gelegenheit, das Arbeiten vom Polo zu feiern. Das Besondere an der Show ist, dass ganz tolle Musiker zusammenkommen und ja, so ihre Lieblingssongs vom Polo auf ihre ganz eigene Art interpretieren. Der Polo weiss nicht, wer welche Songs wird interpretieren von ihm interpretieren. Es sind völlig neue Versionen. Hey, let's go. Ich finde es wahnsinnig spannend, wie eben so Leute aus verschiedenen Genres zusammenkommen. Man kennt sich untereinander zum Teil nicht super gut, aber jeder weiß vom anderen, was er macht. Ich denke die Arme auf und sage, hey, wir sind eine gute Runde, komm, jetzt machen wir etwas Gutes. Das fühlt sich gut an. Ja, das sind die richtigen Musiker. Das waren immer meine nächsten Leute. Meine Familie, wenn du so willst. Ihr habt hier tatsächlich eine Musiker eingeladen, die wirklich grosse, grosse Künstler für die Schweiz sind. Die Bühne ist der grösste Poet unter uns Mundart-Sänger. Er trägt sein Herz auf der Zunge und hat noch eine Stimme, die das alles zusammen noch extrem viel stärker macht. Ja, das ist so eine Fee. So eine schöne, blonde, feine Stimme, sehr berührend, mit einer Musik rundum, die perfekt zu ihrer passt. Ich fand das sehr geil, ich war voll und nicht Fan. Du kannst sagen, ich habe eine dämliche Show. Du kannst sagen, ich habe meine Verwerbung verkauft. Der Knäckebull ist Rapper, er ist Moderator. Er ist aber ein mega guter Texter. Spontan reimen. Dann kannst du ein Stichwort geben. Und dann geht's los. Du kannst sagen, du hast eine dämliche Show. Du kannst sagen, Stefan steht für mich für eine Internationalität. Sie kann mithalten mit grossen Namen aus Amerika. Sie hat eine geile Stimme. Es kommt der Tag, es kommt die Zeit, es kommt der richtige Augenblick. Sina ist halt einfach so der Walliser Export, auf den ist man stolz. Sie ist einfach eine der besten Sängerinnen überhaupt. Das ist natürlich schon ein spezielles Publikum, wenn man da wirklich gestandene Musikerinnen und Musiker vor sich hat, die ihm zuhören. Da spüre ich, ja, das Herzchen pöppeln wahrscheinlich. So richtig vorbereiten kann man sich auf so eine Sendung ja nicht. Also, ein Aufregungsfaktor und zusätzliche sind die Leute, die man kennt. Es ist anders, als wenn man vor einem Publikum spielt, das man niemand kennt. Und es ist so, ja, was muss man denn da alles aushalten an Spannung? Und ihr macht mich schon ein bisschen nervös, ja? Das ist schon zu sagen. Also jetzt der Song wirklich vor so einem Publikum zu singen, das ist für mich speziell. Ich bin gespannt wie ein Pfeilenbogen. Ich habe keine Erwartung. Es nimmt mich wunder, wie so ein Tribut abläuft, oder? Ja, es passiert immer nicht sehr häufig. Ne? Jetzt liegt es ganz sehr schön. Auf dem Polo schon mal, gell?
klingt schön. Oh, Gold ja. Zur ersten Runde. Irgendjemand wird der Erste müssen sein, gell? Von den ja. Anwesenden. Ja, tatsächlich. Von Zwollis geht schon an. Zwollis von hier. Ich darf anfangen hier als Küken. Und für mich ist das mega speziell, tatsächlich, vor L oder mit L zusammen hier so etwas zu machen. Weil Schweizerdeutsch singen ist für mich wirklich fremd. Ich habe wirklich eigentlich immer Englisch gesungen. Ich habe ab und zu früher mal walliserdeutsche Texte gesungen. Und ich werde jetzt von dir den Song Kiosk spielen. Hey. Ja. Da bin ich auch gespannt. Ja, ich auch. ich bin ex- also, ja, nein, ich bin natürlich nicht aufgeregt. Und sie, wir sind hure streng, ich sag. Wir haben kein Passer. Wir schauen doch mal ins Original rein. Oh ja, das ist gut. Und da kommt schon wieder einer, will eine Zigarette nehmen. Und natürlich war es mein letzter und ein Feuer hat ihm auch noch gegeben. Bin ich Gottfried Schlutz, ein Kiosk? Oder bin ich etwa eine Bank? Oder sehe ich aus wie ein Hotel? Ich singe vom Polo Kiosk. Das ist damals rausgekommen, nur mit der Band Rumpelstilz. Das war 1976 und von dann an ist Post ab, oder? Kiosk war definitiv der erste Song, den ich vom Polo überhaupt kennengelernt habe. Und auch der, was sich bei mir einfach am allermeisten so eingeprägt hat. Sag, hättest du mir nicht zwei Steine? Mir ist er schon vor über 10 Jahren total verleidet. Gell? Ich habe etwa 1500 Mal. Ich habe ihn seither selber nie mehr gesungen. Also, er ist schon, es ist so ein Segen und ein Fluch. Ich bin extrem gespannt, wie der Polo reagiert. Das ist ein Song, den er 100 Millionen Mal gesungen hat, den er 100 Millionen Mal gehört hat, ganz sicher, von irgendwelchen Menschen. Ja, ich bin recht gespannt. In welcher Lüne hast du den Song geschrieben? Ja, das ist unmittelbar, nachdem ich quer durch die Stadt Bern am Nami gelaufen bin und dreimal angepumpt. Und dann gehe ich in die Beiz. Super, willst du schon rein ein Bier? Könntest du nicht? Und dann hat man noch geraucht in die Beiz. Ah ja. Also, das ist nachher nach, ja, seit 20 Minuten geschrieben. Lustig. Also komm. Musik noch schneller, glaube ich. Ist es soweit? Ich glaube, es ist soweit, oder? Ist es soweit? Ich gehe jetzt das mal machen. So. Hallo! Lord have mercy on me, won't you set me free? Lord have mercy on me. Lord have mercy on me, won't you set me free? Lord have mercy on me. Lord have mercy on me, won't you set me free? Lord have mercy on me. Was vor mir steht, der Bier muss ich selber sammeln, wenn das so weitergeht. Sie wollen alle etwas von mir, das Militär und das Stierbüro. Obwohl sie erst gerade kürzlich haben, meinen Zahltag überkommen. Nachher heisst in meiner Stammbeit, du zahlst mir noch ein Bier. Aber ich weiss nicht woher, ich bin ja schließlich selber Stier. Schon wieder eine, will eine Zigarette nehmen. Natürlich ist die letzte gewesen und das Feuer haben wir beide noch gegeben. Bin ich Gottfried Schlutz im Kiosk? Oder bin ich etwa eine Bank? Oder sehe ich aus?
Ich war ganz froh, dass ich gerade als Erste dran war. Dann hatte ich es gerade hinter mir. Weil ich war wirklich nervös. Das ist das erste Mal, als ich in den Kiosk gehört habe, dass eine Frau singt. Das ist so eine feine, wunderschöne junge Frau, die daherkommt und dann lässt sie los. Unglaublich, eine grandiose Version des Kiosk. Wir sind Tor zu Berg gestanden. Ich bin ganz stolz, dass das ja, mit dem Walliser Deutsch und dem Gesingen so gut geklappt hat. Wenn man so Gas gibt, das ist ja überwältigend. Bist du zufrieden? In dem Fall? Auf jeden Fall. Ah, dann freue ich mich. Ja, schon in diesem Zwischenteil haben wir sie nur halb begreifen. Aber der Song beinhaltet ja wirklich einen Hilferuf. Es ist so. Also wirklich, es ist so ein bisschen, es ist ein bisschen verzweifelter Song. Und ich kann das wirklich... Ja, Verzweiflung ist vielleicht. Ein bisschen übertrieben. Vielleicht hast du den Teil auch eingebaut, weil du ja, glaub, schon am liebsten Englisch singst. Ein bisschen Englisch singen hat gut getan zwischendurch. Nein, es ist für mich einfach speziell. Englisch ist so ein. So eine Kunstsprache. Man kann sich so ein bisschen dahinter verstecken. Wenn man jetzt mal den Text vergisst, hat man schnell. I'm gonna finish, I'm gonna das ist so, oder? Du das kannst dich so verstecken nicht. Und das kannst du auf Deutsch nicht. Und auch gerade auf Schweizerdeutsch, die Sprache, ich meine, ist eine Härte, oder? Es ist viel krrr. Und das wirklich in eine schöne Melodie zu bringen, finde ich, also da finde ich, habe ich vor dir einfach immer wieder. Höher Respekt, wie viel Soul du ins Walliser Deutsch bringst. Ich finde, es gibt wenige Leute, die das so kennen. Ja, ich finde aber auch, die eigene Sprache hat natürlich einen wahnsinnigen Vorteil. Mhm. Die Geschichten werden verstanden. Ja. Und das ist mir immer so gegangen mit diesen englischen Songs. Mhm. Wenn ich als Jugendliche englische Songs hatte, ich habe das einfach immer phonetisch mitgeschnurrt. Ja. Es hat ja nichts geheissen, aber ja, es ist auch nicht darauf angekommen. Und mit der Zeit wächst so ein bisschen das Bedürfnis, dass man will wissen, was hat jetzt der mehr genau? Mehr Tiefe drin hast. Ja, genau. Aber du hast ja auch auf Englisch gesungen und du, Polo, hast, wenn das richtig in Erinnerung habe, auch Englisch angefangen sogar. Ja, ja, vier LPs auf Englisch gemacht. Das ist Chapman. Das ist das erste Mal, ich bin am Fernsehen gekommen, das. Hui. Meine Mutter ist fast auf dem Sofa gefallen. Ja, eh.
Vorträge und ziemlich gut gesungen. Ja, gemögt, was ich auch konnte. Was war denn für dich der Moment, wenn du gesagt hast, kein Englisch mehr, ich will jetzt meine eigenen Sachen auf Schweizerdeutsch machen? Ja, weil ich Englisch nicht konnte, wirklich gut etwas herdichten, verstehst du? Und ich finde, gute Musik braucht keine Worte, aber ein gutes Lied schon. Mhm. Also, ist es naheliegend, so zu singen, wie man redet, oder? Mhm. Aber verpasst du dafür den Weg im Ausland? Also, hast du auch im Ausland spielen mit Mundart-Songs? Ja, aber das war für nichts. Wir haben diesen Song, zum Beispiel «Kiosk», haben wir auf Hochdeutsch übersetzt. Also, ich habe ihn übersetzt. Und natürlich. Bilder in die Fie mit geflicktem Hosenbein. Das hab ich nicht gewusst. Da quatscht mich jemand an. Er hätte grad kein Kleingeld für die Fahrt mit der Straße sparen. 800.000 Singles verkauft. Was? Lass Wimpel, lass klimpern und sein Tag in einer Hand. Es wüsste nicht, wo die Fuse, ob es vielleicht ging bei mir. Aber sie haben mir doch. Leute, bin ich denn ein Kiosk oder bin ich etwa eine Bank? Oder sehe ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschrank? Die Schweizer sind wahnsinnig beliebt wegen dem schwerfälligen Akzent. Ja. Aber dann hat es gepasst. Ja. Der Song hat ja etwas Clownesques, oder? Ja, ja. Natürlich das ja. Dann sind die deutschen Manager der grossen Plattenfirmen. Ich sagte, ja, aber so könnt ihr euch nicht anlegen. Und zum Coiffeur solltet ihr auch. Nehmt mehr Zeit von uns an, manipulieren und so. Dann haben wir es nicht weitergezogen. Aber eben, Sina, du hast auch Englisch gesungen. Ja. Oder? Also Englisch angefangen und dann irgendwann einen Moment gehabt, wo du hast. Nein, bist du herzig? Ich bin herzig, siehst du wieder reingekommen. Lebt der Coiffeur noch? Ich glaube nicht. She sold a word to open us and never let us all inside. Don't come too close. So close. Baby thinks she smiles. Was weißt du, was ist alles einfach? Früher war nicht alles besser. Das ist eine Frisur oder was? Also, ich habe mich schon schwer getan mit dem Englisch. Also, ich habe wirklich lange gesucht. Ich habe Italienisch und Französisch gesungen. Französisch war näher natürlich als Walliserin. Aber ich habe, wie der Polo vorhin gesagt hat, irgendwann einmal das Bedürfnis gehabt, Geschichten zu erzählen, ob die jetzt von mir sind oder nicht, aber die eine Aussage haben, die in diesem Kontext spielen und wo ich daheim bin, wo man nachvollziehen kann. Und der Polo hat eigentlich das so die Hand gereicht und mich da so ein bisschen in eine Mundartszene reingenommen. Wenn du schon deine Region ansprechen willst, dann musst du halt das nehmen, was allgemein bekannt ist in dieser Gegend. Oder? Ja, musst du schon ein bisschen hirnen. Und das habe ich. Willst du einen St. Galler auch noch mitteilen? Was mir ist aufgefallen, der Bühne hat vorhin noch einen Spruch gemacht wegen dem Styling. Das ist, glaube ich, 80er Jahre. Das wäre jetzt wieder innen eigentlich. Also, ich finde es voll geil. Das ist hipster. Aber wenn du einen Spruch machen willst. Aber du musst nichts sagen. Weil der Polo hat schon ein paar Experimente gemacht, was den Stil anbelangt. Hey, hey. Oh je, das gefällt mir. Da ist zum Beispiel Kiffen verboten. Aber zu saufen ist legal. Starke. Starke Moment in Fernsehgeschichte. Schuld will mich schaden.
war aus meinen Augen, aber nicht aus meinem Sinn. Hätte ich mir wohl dürfen glauben, dass ich treu gewesen bin. Ein Frauenkleid. Was, Frauenkleid? Also sorry. Nachthemd. Ich glaube ja nicht, dass ich alles für mich gemacht habe. Das ist crazy. Was du alles für eine Sache hast. Ja, aber dann. Hast du jetzt so viel darüber reden? Ja. Schon, hä? Ja, ja. Ola, ich habe euer Lied ausgelesen für dich und ich habe eins genommen, das mich sehr berührt, immer noch. Und das ist jetzt eure neue Version. Und zwar ist das das letzte Tram. Das ist der gut. Im letzten Tram, so spät am Abend, unterwegs zu der engen Station. Ich bin ein Nachtmensch eigentlich. Und ich bin halt dort im Tram gesessen. Und ich habe mir auch die Reklame angeschaut und da oben hanget. Der Himmel hanget zwischen den Dächern. Ich habe recht suchen, bis ich fündig geworden bin. Und am Schluss habe ich mich für das letzte Tram entschieden. Ich finde das ein unglaublich berührender Text. Er hat so eine Eindringlichkeit. Die lustige Witwe und die junge Geselle. Sie steigen ein, sie sehen es nicht mehr so klar. Sie sind an ihre Sehnsucht stillen. Das Drama als Symbol von der Fahrt durch das Leben eigentlich mit diesen verschiedenen Stationen. Schon war nicht auf dem letzten Drama. Im letzten Drama. Es ist immer der Letzte in einem Konzert. Es passt irgendwie. Das ist die höchste Zeit, das ist nicht mehr weit. Im letzten Tram, es gibt keinen Blumenstrauß. Ich will Hennen heute sehen beim Polo. Ich will, dass er beriert. Und das ist schon ein bisschen ein Anspruch. Im letzten Tram. Und Madonna und
an der Welt. Sie lügt mich an, aber sie sieht mich nicht. Und Mona Lisa lächelt für viele. Sie klebt am Fenster neben dem Bankkredit. Wie kann ein Mensch die Welt ertragen, wenn er so viel Beschiss müsste sehen? Aber ich mag nicht grübeln, ich mag mich nicht plagen. An mir die Fies, der Kopf tut mir weh. Ich meinte, du tust auf mich warten. Ich meinte, ich passe dir in den Kram. Der Handtick ist in unserem Garten. Da bin ich halt auf das letzte Tram. Kannst du sorgen gehen? Man kann dir nichts mehr nehmen. Ich nehme, wie es kommt. In so einer Arschbadenstund. Und wenn mich klein auf Welt ist gesehen, ja, dann weisst ja, wo ich bin. Bin vom Tram, kannst ja dazu kommen. Zum Beispiel mit dem General Gisonplatz oder mit dem Henkersbrünnli, mit dem Galgenfeld, mit dem Friedhof oder mit dem Kindlifressen. Aber sag mal, wieso haben all die Haltestellen so einen Namen? Auf dem letzten Tram. Während dem Song habe ich so Emotionen gespürt, die ich nicht mehr habe, weil ich es schon 300-400 Mal gesungen habe. Also eigentlich wollte ich jetzt wirklich ihn berühren. Und ich habe schon gedacht, dass ihm der Song gefällt, weil ich weiß, dass er ihm etwas bedeutet. Und sie hat gesungen und hat ja, so viel Gewicht und Emotionen in die Worte gelegt. Und das hat mich richtig, richtig berührt. Sogar eine Träne verdrückt. Also es hat mich emotionell berührt. Könnt ihr vielleicht uns Jungen noch einmal erzählen, wie eure Beziehung, also wie ihr das erste Mal zusammengearbeitet habt? Dann sind wir auch noch fast beides. Wann war das überhaupt? Ja, wie ist das gestanden? Das war 1993. Und zwar hatte ich eigentlich zuerst mit deiner Band zu tun. Ja, also eigentlich hat die Schmetterband im Studio die erste Scheibe aufgenommen. Und nachher ist der Polo eigentlich so dazugekommen. Ja, mit dem ganzen Pfarrsohn-Thema. Aber eben zu dem ersten Treffen, das ist natürlich auch mir unvergessen. Ja, das ist schon erzählt. Ja, erzähl. Ich meine, ich war sehr aufgeregt. Ich hatte den Polo Hofer zuerst mal vis-à-vis. Und bin natürlich dementsprechend eine halbe Stunde früher in diesem Arberger Hof, der Wirtschaft, ja, die ich noch nicht kennt habe zu der Zeit. Und habe gewartet. Und zu Zeiten von keinen Handys natürlich noch, was ihr ja nicht könnt vorstellen. Habe ich mal eine halbe Stunde gewartet, also eine Stunde da schon im Ganzen, und habe mich gewagt, ihm anzuleiten. Und dann kommt, heisst es da nach irgendwie 10 Mal Leuten, Hofer! Und dann habe ich gedacht, der pennt noch. Und dann habe ich gesagt, ich bin Zina, ich warte da und so. Und dann hast du gesagt, komm mal grad, komm mal. Nachher ist es 3/4 Stunde gegangen, dann nochmal angeleitet. Dann hat er abgenommen und gesagt,
bin quasi vor der Tür. Bin gerade da, hast du gesagt. Bist aber natürlich immer noch im Nest gelegt. Ja, ja. Also, ich habe vor 2,5 Stunden gewartet. Aber es hat sich gelohnt. Der Einzige, den ich kann operieren, das war der Sohn von meinem Vater. Der Einzige, den ich kann verwirren, ist der Sohn von meinem Vater. Er ist gewesen. So ist es. Schöne Augen, wie ich dann noch vor mir sehe. Mega hübsch, Nina. Cool. Siehst du, die Zahn. Was verhören wir? Seid Männer, sie verewig mir. Wir können zusammen noch so viel lernen. Wenn du verliebst, kannst du dich nicht wehren. Der Einzige, der mich kann operieren, das ist der Sohn vom Vater. Du hast dann eigentlich den Text für Zina geschrieben auf Mutter. Nein, übersetzt aus dem amerikanischen, ja. Son of a Preacher Man. Aber er hat es so gut gemacht, dass heute natürlich so Leute wie ihr oder Junger kommen zu mir und sagen, hey, ich habe eine Coverversion gehört von dir, Sina, auf Englisch. Ja, ja. Also, das auf Englisch. Genau. Ja. Also, es das ist passiert. Super gelungen. Weil das Lustige ist, der Polo ist ja eigentlich so, gilt auch als Texter von Nation. Ich glaube, das kennen auch alle, Polo Sophie. Du hast, du schreibst, also ich glaube, das kennen wirklich sogar auch irgendwelche Teenies. Wie meinst du? Also zum Beispiel der mit... Lesen die noch? Ja, aber man kann das auch twittern, zum Beispiel lieber vom Leben gezeichnet als von Rolf Kniegemal. Das ist einer meiner Lieblings. Aber mein... das ist nicht von ihm. Scheiße! Aber er hat ihn vielleicht aufgeschrieben. Ja, er hat ihn gut aufgeschrieben. Lieber weitergeben. Das ist wichtig. Der Zweck einer Rose ist, Rose zu sein. Es gibt noch mehr im Fall. Ich sage mir einfach, jeden Tag, den ich lebe, könnte mein letztes sein. Und wenn ich das frustriert verbringe, wäre es doch einfach schade. Der Blick ist gut. Mir ist eine Träne in mein leeres Bierglas gefallen. Weil du mir gestern so brutal hast gesagt, mit mir sind Hopfen um alles verloren. Das hat mich mögen, wie ein Mohren. Guter Satz. Gute Musik braucht keine Worte, aber gute Lieder brauchen Worte. Ich gehe sowieso davon aus, für philosophisch zu werden, schnell, dass mit dem Moment vor Geburt wird man älter. Ja, ich bin schon seit 25 Jahren Altrocker. Der Unterschied zwischen Elvis und mir ist, dass ich noch lebe. Das ist mir schon mal wichtig. Wir können noch eine grosse Karriere machen, wir haben noch viel vor uns. Und hinter jedem Berg ist wieder ein Bär. Ich habe keine Midlife-Crisis gehabt, wie das viele Männer da gehört haben. Aber wir haben manche Midnight-Crisis gehabt. Wenn man denkt, dass der Elvis tot ist und die Beatles nicht mehr spielen und mir ist auch schon ziemlich schlecht, das könnte eigentlich, ja, das stimmt. Die müsste eigentlich nicht hierher kommen. Ja, ich sage mir, was nützt uns alle Sünden, wenn wir sie nicht haben begangen. Wie soll ich sagen? Es gibt kein Gift, es gibt nur eine Dosis. Ja, ich konnte vieles nicht sagen, was ich sagen wollte. Und auch vieles nicht sagen, so wie ich es sagen wollte. Aber ich muss üben, ich muss einfach üben. Das ist, ich sehe, es ist schwieriger, als man denkt. Der Meister wird geübt und ich habe ein Lied geübt. Und jetzt nehme ich meinen ganzen Mut zusammen und platze die Veranstaltung und singe es ihm vor Ort und schaue, ob es ihm gefällt, wenn ich sie singe. Ich habe ihn zuerst mal gesehen auf der Bühne und da hat mich das auf eine ganz spezielle Art gepackt und nachher sicher ein Wunsch, so etwas Ähnliches bei Leuten auszulösen wie der Sänger. Show Business ist wieder Versuch, auf dem Rücken des Krokodils den Fluss zu überqueren. Mir glaubt es. Es gibt Leute, die für dich selbst erzählen irgendetwas und dann denkst du, sonst wenn ich lehre. Achtung, es klopft an der Tür. Nice to meet you. Fang an. Stefan! Ja, mon cher. Das ist jetzt eine echte Überraschung. Hey. Hallo. Ich habe schon seit längerem singe ein Lied von Polo. Und ich habe das Gefühl, ich bin nicht ganz glücklich, wie ich das gehört setze und wie ich es interpretiere. Jetzt habe ich gedacht, ich platze hier einfach mal kurz rein und probiere es hier vor dir noch einmal vielleicht ein bisschen besser zu machen. Irgendwo zwischen Barcelona und dem Felsen von Gibraltar haben wir spanische Stiefel gekauft
ein wunderhübsches Paar. Es war die zweite LP, die wir gemacht haben, mit Rumpel Stilz. 14 Tage haben wir uns dort zuhinterst in einem Tal im Berner Oberland bei Sachsen einquartiert. Und dann haben wir Tag und Nacht einfach geröbelt und gemacht. Rosmarie und ich, wir sind zurückgekommen in unser braves Land. Das ist eines der ersten Lieder, die ich gesungen habe auf einer Bühne. Also auf dem Hasliberg bin ich in die Schule und da hat so einen Abend gegeben, den man konnte spielen und ich habe das Lied gespielt. Ein Hippie-Song. Das hat ungeheuer gut funktioniert bei den Mädchen. Es hat ja auch etwas Romantisches gegeben. Als ich das gesungen habe, hatte ich eine ganz andere Rolle in dieser Schule. Ich bin plötzlich zu einem coolen Kind geworden, was vorher war. Ich war immer so auf der Seite. Wo sie und ich noch zusammen waren. Rosmarie und ich. Dort wird es spannend, wenn plötzlich ein Lied grösser wird als mir. Und für mich ist Rosmarie eines von diesen Liedern auf jeden Fall. Rosmarie! Wagen auseinander, hasse sie keinem.
Phänomenal! Großartig! Ja, ich danke, schwer beeindruckt. Mal, du hast gehört, das hast du schon vor Jahren auch in Frankreich gesungen. Ja, ziemlich. Auf Berndeutsch? Also, natürlich auf Berndeutsch. Und es ist ja langsam. Ich has, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich nicht daran gedacht, dass das. Das Lied wird von meinem Leben. Alles, was du singst, mache ich jetzt. Also ich bin zuerst von den Bergen, aus dem Hasliberg, auf Paris. Und dann bin ich zu den Fischernetzen im Süden. Ich wohne jetzt in Camargue. Da bist du auch her mit der Rosmarie. Und jetzt bin ich unterwegs. Jetzt muss ich nächstens auf Barcelona Stiefel kaufen. Bevor ich näher wieder hier komme. Ja, ich habe übrigens nie Rosmarie kennt. Nein, das kann ich jetzt nicht sagen. Das kann ich jetzt nicht. Also, dann kannst du jetzt suchen. Also, ja. Also, hey, aber, danke schön. Ich bin einfach so in den Platz. Danke vielmals. Ich habe nie gerechnet hätte mit dem. Nie, nie. Das war für mich wirklich so ein ganz Hutmoment. Da muss ich mich zuerst noch erholen. Es war einfach ein wunderschöner Song und wunderschön interpretiert. Das hat mich extrem umgehauen, muss ich sagen. Und dieser Song, der hat alles geweckt, von dem in die Welt raus wollen gehen, wollen irgendwie andere Länder sehen, wollen andere Kulturen entdecken. Das ist in diesem Song drin. Wegen dem bedeutet der mir so wahnsinnig viel. Ob schon, die Geschichte ist ja ganz einfach, zwei, die gehen, wunderbar. Aber hinten dran oder irgendwo auf einer tieferen Schiene ist, hat es bei mir eigentlich genau das Gefühl geweckt, was später bei Moses war, was einfach wollen gehen, raus, zeig mal, was ist noch. Und das gefällt mir wahnsinnig an diesem Song. Es ist auch typisch für nachher das Berner Schaffen, eben Eskapismus. Oder? Flüchten von da, aus dieser Gesellschaft. Es gibt ja nachher sehr viele Beispiele, oder? Ümplitz, Casablanca oder so Zeug. Klar. Das ist ein Zeitdokument, nämlich das Reisen, am Reisen zu lieben und nicht Ferien machen, sondern, weißt, also heute kann man auch reisen, gell? EasyJet, paff, für 25 Franken auf Nizza, super doch, wahnsinnig. Das ist nicht das, oder? Das heisst wirklich eine Reise machen, unterwegs sein, sich wirklich und nicht wissen, was kommt. Genau. Ja. Das gibt es schon auch noch, aber vielleicht nicht mehr, ja, 4 Stunden am Strassenrand mit dem Daumen. Gibt es denn viele Songs, wo du klar kannst sagen, sie sind autobiografisch? Na ja, also, halb. Autobiografisch. Aber ich habe nie gedacht, ich müsse jetzt den Leuten mein Leben schildern. Genau. Ich war auch beeinflusst. Ich war einer, der viele Songs von anderen gehört hat. Und ich wollte wissen, wie die Geschichten erzählen. Vor allem halt schon amerikanische Geschichtenverzähler. Das sind für mich immer noch die besten. Storyteller, oder? Aber jetzt zum Beispiel der Dill. Das passt jetzt auch gut. Ehrlich? Jetzt komme neben ich. Oh. Ja, dann freuen wir uns hier. Es ist jetzt gerade so, das, was du gesagt hast, weil jetzt komme neben ich.
Und ich hoffe, du erzählst mir, ich habe einen Song ausgewählt, der im Ursprung, in der ursprünglichen Version nicht von dir ist. Aber wie du eben sagst, du hast ja auch viele Covers gemacht. Ja. Du hast mir mal vor etwa 3 Jahren, glaube ich, hast du mir mal gesagt, wenn Wolken könnten singen, dann singt sie so nicht. Ja. Und es hat mich dann wahnsinnig berührt. Und als ich gefragt wurde, ob ich da möchte, dabei sein, ist mir das wieder in den Sinn gekommen. Und dann habe ich gedacht, diesen Song, den kann ich singen. Wie eine Wolke, die runterschaut auf die Erde und uns Schweizer sagt, hey, schaut mal, wie gut es euch geht. Schaut mal, wie viele anderen es im Moment nicht so gut geht. Aber Schweizer, warum seid ihr denn so traurig? Warum seid ihr so traurig? Fürchtet ihr das, was könnte kommen? Aber ihr seid doch versichert gegen die möglichen Zufälle. Ich habe mich entschieden, warum seid ihr so traurig zu singen. Und es ist mir natürlich bewusst, dass es ganz ursprünglich eigentlich ein Mani Matter-Song ist, den Polo mit der Schmetterband hat gecovert. Warum seid ihr denn traurig? 2 Monate nachdem wir den Song geschrieben haben, ist er gestorben und hat den Song selber gar nie aufgenommen. Aber er hat einem von seinen Freunden, Fritz Wittmer, vorgespielt. Und der hat uns gezeigt, wie das ging. Und wir haben dann das daraus gemacht mit der Band. Es ist für mich ein Song, den ich durch Apollo kennengelernt habe. Seid ihr denn traurig? Wo man sieht nichts doch an. Polo, seine Songs haben mich natürlich durch einen grossen Teil meiner Kindheit vor allem begleitet. Und von dem her ist das natürlich schon ganz etwas Eigenes und Spezielles, nach so einem Song dürfen zu coveren. Ich hoffe natürlich, es gefällt ihm. Ja. Ooh.
traurig. Nein, ihr wisst keinen Grund. Vielleicht, wenn ihr Grund hättet, wäret ihr weniger traurig. Menge, wenn's Leben im Weh macht, sind sich der Tür wieder ich finde, es ist sehr viel, mit viel Gefühl ist das gemacht. Ich finde der Ausdruck, den der Polo da gefunden hat, für die Jahre wirklich perfekt. Sie sind wirklich wie eine Wolke. Es ist so eine Leichtigkeit in der Stimme und so etwas Elfenhaftes. Das hat mir ganz gut gefallen. Während dem Auftritt habe ich dann ziemlich immer alles vergessen, wenn ich drinnen war. Und nach dem Auftritt war ich sehr erleichtert, dass alles gut ist gelaufen. Polo, ist der Manni Matter für dich ein Vorbild gewesen? Weil du ja inzwischen, glaube ich, sehr auf das Mundart auch ein bisschen... Nein, ich bin gar nicht mit Manni Matter aufgewachsen oder so. Ich habe den gar nicht zur Kenntnis genommen. Bis er ist gestorben. Kann man sagen, ich habe noch nie live gesehen oder die Troubadour nicht studiert. Ich bin völlig in der amerikanischen Musik gehangen. Aber du hast schon auch Manni Matter Momente gehabt. Ich habe noch Angst gehabt. Sie bringen sie als genau gewusst. Yeah, das wird noch kälter. Den habe ich auch schon gesungen. Ja. Ja. Der hat von meiner Coverband gesungen. Das ist der Anfang geworden von seinem Drama. Sie war Tochter von Mohammed Mustafa. Abdel Assar nicht mehr schlafen. Bis er bei Mohammed um die Hand angehalten hat. Und gesagt, oh, jetzt kommt der Bühne. Jetzt komm ich raus. Der Mohammed hat geantwortet bei Allah. Das ist aber hure gut. Aua. Nein, das ist jetzt alles. Nein, ist da. Ich sage, das Beste an dieser Geschichte ist die Nacht vorher. Ja, erzähl. Es ist schon ein bisschen müde ausgesehen. Wir waren am Abend um 6 Uhr in das Powerplay-Studio eingeladen. Dann hat man angefangen einrichten und so. Und wir haben einfach nichts zu tun. Wir gehen mal essen. Und das haben wir gemacht. Und sie haben Musik aufgenommen zu diesem Song. Und wir hatten viel Zeit und es kam eine Flasche Wein auf den Tisch, gekommen, eine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, glaube ich. Kann gut sein, es ist weit in die Nacht hineingegangen, bis wir überhaupt dran kamen. Wir waren hackendicht am Morgen um 2 Uhr, als wir ins Studio gingen, haben wir angefangen zu singen. Und dann morgen um 4 Uhr sagt der Hofer zum Launer und zu mir, hey, wir müssen einfach ein bisschen schauen wegen der Aussprache. Das hört man dann einfach so gehauen auch noch. Wir haben es irgendwie knapp über die Runde gebracht. Am nächsten Morgen, der alte Profi. Das Fernsehteam war angemeldet, irgendwie auf 9:30 Uhr. Das ist ja einfach keine Zeit, oder? Der alte Profi hat genau gewusst, wie das funktioniert. Strebsack Klowner und Strebsack Huber sind 9:30 Uhr einfach da. Und die sind gekommen, haben das Licht eingerichtet und die Kamera, alles super schön.
Eine Stunde später kommt einfach der Gevatter oben an mit Sonnenbrille, die Stegen ab, einfach direkt auf die Z und man fährt an zu drehen. Und wir verkatert wie die Sau. Und das ist das da hier gesehen. Es ist das Beste, das ist wunderbar. Ja. Komm, sucht es nicht so fest. Wir sehen dir den Schaden nicht an. Heute würden wir anders aussehen. Ich bin sicher. Als wir uns kennen, hast du mir gesagt, du seist der Pionier des Mundart-Rap. Los, wir machen hier eine Sendung, eine ganz neue Sendung. Ich muss euch sagen, um was es geht, und ich finde es nicht daneben. Wenn man die Sache ganz deutlich sagt, wir wollen ja noch lang leben. So, das wär's gewesen. Leider ist es vorbei. Ist doch gar nicht mal so gut. Das, was du machst. Nein, ist genau so, wie das, was ich mache. Ja. Könnte man so sagen. Nein, wir haben ja viel auch gestürmt über Rap. Aber du hast mir immer, wo wir uns erkennen, hast du mir eben auch immer das gesagt mit den reinen Rhymes. Einfach eben, dass man auf, was hast du, ich glaube... Ja, eine gewisse Ehre hat, als Dichter einfach einen rechten Reim sucht. Ja, aber im Rap kannst du eben einfach Sachen nehmen, die ähnlich tun. Ja, darum versteht man es. Ja, das hat vielleicht etwas. Aber du hast zum Beispiel gesagt, irgendwie auf Giggerig. Ja. Für mich würde zum Beispiel sicher nicht, würde sich auf Giggerig rhymen. Finde ich, würde jetzt gehen, könnte eben, ich machen. Ja, genau, so seid ihr. So seid ihr. Ich habe jetzt eigentlich beim Song, den ich... Hat gemacht, also gecovert von dir. Habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen, das ein bisschen auf die Spitze getrieben, wo du eben auch ein bisschen an mir kritisierst. Da bin ich auch gespannt. Und zwar, apropos Kritik. Wenn du es originell gestaltet. Ja, ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Was hast du? Nein, was hast du? Der Song, den ich gemacht habe, ist der Lieb Sieg. Ein lieber Sieg. Nein, also ein Schwerwunder. Ewig. Noch ein länger im Bett. Schau ein Heftchen an, was blutige Frauen drin hat. Ich habe einen Song von Polo gewählt, der sich Liebe Sieg nennt. Der ist jetzt natürlich auch schon 12-jährig. Der ist auf der letzten Platte, die ich mit der Schmetterband gemacht habe. Ich bin auch ein Liebe Sieg. Ich habe diesen Song gewählt, weil ich zum einen finde, er beschreibt den Polo so gut, er hat eine Selbstironie von ihm drin. Und zum anderen passt er auch zu mir. Jedes Mal, wenn ich ihn singe, und ich singe ihn an jedem Konzert, merke ich gerade, ob das Volk mitmacht oder nicht. 1000, 2000 Leute, liebe sie, ich bin doch ein lieber sie. Dann weiss ich, aha, sie haben es gecheckt. Ich bin gespannt, wie der Polo reagiert. Eben, ich pokere es noch ein bisschen drauf. Er war ja, glaube ich, mal ein Schlagzeuger. Auch. Und er findet, glaube ich, Beatboxen findet er, glaube ich, cool. Also das Schönste wäre für mich, wenn ich wirklich einen neuen Liebesieg würde machen. Come on!
Performance ist irgendwie ein an mir vorbeizogen. Ich war so im Film, drin, ich war so aufgeregt. Deine Rhymes, die super rüberkommen. Eine Version, die ich mir nie hätte vorstellen können. Ich hatte so Freude, wenn er mit dem Beatboxen angefangen hat und wirklich sein Zeug gebastelt hat, auch der Rap. Ich finde, er ist ein unglaublich kreativer, innovativer Künstler. Und ich habe viel Respekt vor dem jungen Herrn. Er macht das super. Er ist auf seinem Gebiet einer der Besten. Ich habe wirklich während der Performance gesehen, dass sie es spüren, die Energie. Und das ist etwas, was ich am liebsten mache, auf der Bühne performen. Und ich glaube, das haben sie gesehen. Ist der Polo ein Liebesich? Ich habe wirklich das Gefühl, aber ist er für euch auch? Ist das ein Song, der irgendwie zutrifft mit diesem Liebesich? Das ist vielleicht eine heikle Frage. Du könntest du vielleicht kurz rausgehen. Doch. Er beschuldigt sich ja in diesem Lied. Dass er Scheiß macht. Dass er Scheiß macht. Oh, er meint es aber nicht böse, oder? Und so geht es noch manchmal im Leben. Eben, ich habe das nur ein bisschen als Bogen oben. Ja, du hast es schon. Nein, weißt du, ich liebe sich. Weil du ja eben auf der anderen Seite gewisse Leute regst vielleicht auf. Ja, sehr. Wenn du sagst, ja, wir sollten das Kiffen legalisieren. Finde ich persönlich finde ich nicht so schlimm, aber eben vielleicht gewisse Leute finden dann. Was findest du? Legalisieren. Das ist meine Meinung. Der Vater Hofer hat das mir gesagt. Und dann habe ich gefolgt. Aber wer hat das so? Ja, also, ich wäre nie auf die Idee gekommen, ich sage das. Ja, aber er hat noch andere Forderungen gestellt. Du hast zum Beispiel eine Forderung gestellt, du möchtest gerne Sexclubs für Senioren. Und ab 70 dürfen wir nicht mehr abstimmen. Ja. Da hast du dir jetzt ein bisschen eigenes Fleisch geschnitten. Mit 75 nicht mehr Auto fahren. Aus welchem Grund? Dass wir ja, das sagt einer, der nie geht. Ab 25 sollte man einfach nicht mehr Auto fahren. Nein. Weil ich der Wolfsk. Heute würde ich jetzt nur sagen 70. Ja, würdest du ein bisschen 75? Heute würde ich sagen, ab 75 braucht man nicht mehr unbedingt zu wählen, abzustimmen. Weil es müssen die jetzigen Generationen müssen den Kurs vom Land bestimmen. Und dann können die Alten. Ja, aber es war schon dann blöd, was du gesagt hast. Nein, es war nicht blöd. Mal, es ist schon dann blöd. Wenn du die Gesellschaft anschaut, dann besteht es
aus Jung und Alt. Und alle sind da und leben und haben eine Stimme. Und die geben sie. Und das ist wichtig. Und dass die Jungen sie geben. Nein, die Jungen geben nicht eine Stimme. Ja, aber das ist der Punkt. Sag doch, die Jungen sollen eine Stimme. Eben, darum sollen die Alten nicht mehr gehen. Sag, die Jungen sollen gehen. Das wollte ich ja eigentlich sagen. Ja, aber hast du es nicht gesagt? Es ist ausgeartet. Nachher, ich bin in einen Shitstorm gekommen, bevor genau. Das Wort hat gegeben. Genau. Du hast noch in einem Altersheim gewohnt. Und ich bin auf allen Vieren ins Büro von der Grauen Panther auf Basel mich entschuldigen. Das war mein Ganossa-Gang. Ein Shitstorm hatte ich, bevor es das überhaupt gegeben hat. Das ist schön. Schön. Das ist wirklich schön. Aber jetzt bist ja du selber ein Senior, oder? Aber darum. Ja, das habe ich natürlich nicht erwartet. Dass du mal ein Senior bist? Ja. Nein, aber jetzt anders. Dass das so schnell kommt. Machst du dir jetzt einen Gedanken zum Beispiel um das Ableben? Ja, hier und da. Das hast du schon als Junge gemacht. Nein, weißt, es ist schon etwas oder? Interessantes. Meine Generation. Wir sind dann, 60er, 70er, altersmässig Mehrheit gewesen, oder? Das war ja eine Jugendbewegung, die global war, im Westen. Und jetzt bin ich immer noch bei der Mehrheit. Weil wir Rentner werden gäng mehr. Ich habe es probiert, ihr seid Zeugen gesehen. Ich habe es probiert, einfach auf meinen Song herzuführen. Ja, langsam. Ich habe aber gemerkt, dass du ein bisschen über. Er hat dich auch gefragt, ob du dir manchmal Gedanken machst über das irgendeines. Ja, das weiss der, dass ich mir Gedanken mache. Ja, aber wir nicht. Wir wissen es nicht. Oh, das habe ich auch schon von früh angefangen. Entsprechend auch Songtexte geschrieben. Genau. Ja, das ist dein Moment. Ich wollte jetzt einen Song singen. Und ich finde es das Schönste, was du geschrieben hast. Ich finde nicht den philosophischsten, ich finde nicht den tiefsten, ich finde nicht den zerbrechlichsten. Nein, stimmt alles gar nicht. Ich finde ihn einfach wunderschön. Ich glaube, du hast von Anfang an, du weißt genau, was ich singen will. Nein. Ja, rat. Es gibt mehrere. Sing doch einfach. Wenn mir das letzte Stündchen schlägt, finde ich einfach. Also. Einen wunderschönen Song. Asche zu Asche, Show zu Show. Wenn mein letztes Stündchen schlägt, ist einer von diesen Songs, der schon dann, wo der veröffentlicht wurde, hat mich dann sehr berührt als junger Mann. Er berührt mich immer noch als alter Mann. Es gibt nicht viel in das Spiel. Ich kann auch mal zum Thema Vergänglichkeit etwas sagen. Ich finde den Song einfach stark. Der bedeutet mir viel. Und ich hoffe einfach, dass wir den einigermaßen schön herbringen. Dass er einigermaßen dem entspricht, was der Song hat. Spinnen viel in einem Spiel.
Sonne rät, wenn mein letztes Stündchen schlägt. Und Matrosen, die machen klar zum Start, setzen die Segel für eine lange Fahrt. Gerade so wie sie nicht mehr aufhören, den Polo anzuschauen, weil es plötzlich irgendwie so eine, für mich persönlich so etwas Melancholisches ist reingekommen mit dieser Aussage von einem Song, den er vielleicht vor 30 Jahren geschrieben hat. Wo irgendwie der Bühne, wo vielleicht auch ein bisschen ein Zögling vom Polo ist auf eine Art, eigentlich ein sehr persönlicher Song von ihm, für ihn hat gesungen. Und ich habe schon gemerkt, dass der Polo ist, völlig gerührt war. Ich weiss, wie viel das er mir bedeutet als kreativer Kopf, als Entertainer, als Figur überhaupt, die immer angeeckt ist und die Sachen ausgelöst hat. Und er will aufhören mit der Performance, mit der Musik. Da ist irgendetwas Trauriges drin. Und das habe ich gespürt beim Song. Das hat mich ein bisschen melancholisch gestimmt. Wenn mein letztes Stündchen schlägt. Als ich diesen Song das erste Mal gehört habe, hat mich das einfach das tiefste berührt. Einfach, es ist so eine. Es ist so ohne Pathos. Und es ist irgendwie so eine hohe Teufel. Und mir hast du gesagt, wow, das wäre immer schade, wenn es dich putzt. Es ist einfach traurig, wenn es dem mal nicht mehr gibt, dann fällt alles. Nein, ja, damit soll ich sagen, es ist eigentlich um keinen Schaden. Ich weiss, dass du das sagen wolltest, aber ich weiss, dass das, was du sagst, manchmal für mich nicht stimmt. Ja, kannst du dir das vorstellen? Ja, sicher. Manchmal tut es mir und mir auch schade. Wir können es auch ein bisschen symbolischer sehen. Man muss ja nicht darüber reden, über den Tod. Aber du hast ja schon, glaube ich, vor, mal mit der Musik gleich mal aufzuhören und du gehst auf Endspurt. Es ist so. Prognosen sind etwas sehr Schwieriges. So, ganz speziell, wie sie die Zukunft betreffen. Oh Gott, und ich habe noch ernst geschaut. Ja. Aber du, das, in der Prognose ist, dass du eigentlich aufhörst. Gleich. Nein, wenn man mal in dieser Musik drin ist, so lange wie ich, das hört nicht auf. Wir haben das Kreativgehen, das bleibt nicht still. Aber ich mache jetzt einfach nicht mehr, 100 Mal im Jahr im Hotel übernachten. Und die Verantwortung für eine Band und dass der Betrieb läuft. Und einfach das Zigeunerleben, das ist jetzt, habe ich jetzt gehabt. Ich habe jetzt mal ausgerechnet, 2983 Konzerte. Das reicht. Ja, es gibt schon so eine ständige Rastlosigkeit, wenn du halt immer jeden Morgen wachst, irgendwo anders. Ja, aber das ist ja Teil des Business. Ja, natürlich gehört es dazu. Ja, sonst wirst du Bürolist und dann gehst du ins Büro arbeiten am Abend. Hey, wenn du fahrend bist, oder du kannst auch irgendein Rösslispiel haben und gehst von Kilby zu Kilby, das gehört dazu. Die Leute kommen nicht zur Kilby. Kilby bist du. Sie haben das etwa 45 Jahre gemacht, wenn ich irgendwie. Es muss auch noch etwas anderes geben. Aber sag mal, Polo, wie ist es denn, dass die Schweizer Farbfernsehen für dich so eine Sendung macht? Das ehrt mich außergewöhnlich. Ja. Hätte ich nie im Leben gedacht. Offensichtlich muss man zuerst alt werden. Nimm dir mich als Vorbild. Ich kann sonst ein paar Sachen schauen, die du schon hast erreicht, ein paar Stationen. Also. Privalo 95 für den Polo Hofer. Privalo 1995. Polo, deine Songs haben uns über 3 Jahrzehnte aus begleitet. Rock'n'Roll-Poet, mach weiter so, wir brauchen sie.
Blick gesungen. Und da hast du ihn. Danke, Chris. Danke der Jury für Ihren guten Geschmack. Danke Chuck Berry, Elvis, Bob Dylan und meinen Mitmusikern. Mit 12,8% an der Spitze Platz 1. Boah, für eine Schmetterband, Alpenrosen! Das war Freude. Also, danke vielmals der Jury. Vielen Dank, der Interpreter und Bands. Da wird er gefilmt. Das ist natürlich schon ein Knüller. Also, es freut mich bis tief rein. Und ich kann sagen, es ist gut für meine dritte Säule. Mir fehlt noch ein Ehrendoktor und eine eigene Briefmarke. Das möchte ich. Eine Briefmarke würde sie sogar selber designen. Und? Mitmacht. Hast du? Ist rausgekommen, ist ausverkauft. Es gibt Marke und du hast sie selber designen. Ja, da ist sie. Ah. Wow. Ziemlich sicher. Wow. Sehr schön. Also, da hast du eigentlich fast alles. Und das Mal ist auch etwas, was... Mir fehlt der Ehrendoktor. Der Ehrendoktor, ja. Am meisten bekomme ich so Zeug wie der Universität Freiburg. Ja. Am ersten? Also musst du einfach etwas zahlen? Nein. Die sind einfach grosszügig. Okay. Ich kenne Leute, die haben ein Hobby-Literatur-Archiv aufgetan und einen Ehrendoktor bekommen. Ja, ich weiß auch nicht genau, wie man es macht. Also, schau, Paolo, dann haben wir jetzt hier eine kleine Überraschung. Wo ja du dir so einen Ehrendoktor hast. Es ist eine zauberbare Geschichte. Es ist nicht von der Uni. Es ist nicht von der Uni Freiburg. Es ist vom Miami Life Development Church Institute. Und so schick mir drei zur Auswahl. Du kannst dich entscheiden, ob du gerne Professor of Feng Shui wärst, Professor of Motivation oder Professor der Ufologie. Feng Shui. Gehört dir. Somit erkläre ich dich zum Professor von der Miami Life Development Church and Institute in Feng Shui. Ich möchte das so gratulieren. Ich hänge es auf, wo wir da waren. Ja, du bist jetzt Professor an der Uni. Ihr Sinn ist. Wie das kann gehen. Gell? Das müssen wir da mitbringen. Es ist faszinierend. Man muss natürlich das kannst du kaufen, gell? Ganz ehrlich gesagt, ja. Ich würde an die erste Vorlesung kommen. Ist gar nicht mal so billig. Aber anstatt der anstatt der Vorlesung halten, kannst du vielleicht etwas anderes machen. Also, ich singe jetzt eines von meinen persönlichen Lieblings. Immer steht jemand auf dem Gipfel. Gang ist jemand unten im Tal. Manche ist zufrieden mit einem Zipfel. Manche will alles Glück aufs Mal. Und ob es Glück morgen erwartet, für das hat niemand mehr weiss. Es gäbe ein Fettgefühl, wir behauptet. Wer ist schon zurück aus dem Paradies? Meine Freunde im Gefängnis, sie fragen mich, ob ich schon muss Freiheit sein. Und ganz geheimnisvoll antworten ich. Können Vögel frei vor Schwerkraft sein? Und wenn man schaut ins stille Wasser, sieht man die Wolken, spielen drin. Und was noch oben ist, das ist ein Wunder. Und alles, überkommt sie sich. Es mag seltsam sein, wenn ich es erkläre. Was ich weiss, verdanke ich an meinen Räumen.
und ich lebe gäng noch nach all diesen Jahren. Wenn ich jetzt keine Freude am Ende sonst, aber wenn ich mich ruf, sollte ruinieren. Gerade heute schenke ich mir noch eine Schein. Sollen meine besten Freunde sein. Und wenn man schaut in das stille Wasser, sieht man den Himmel, spiegelt dich. Und da so oben ist, ist auch Mode. Und alles überkommt sie sehr. Polo ist für mich wirklich ein Pionier. Er hat sozusagen die Mundart, Mundartmusik eigentlich erfunden. Mich berührt es immer, wenn ich ihn sehe, weil es ist wahnsinnig viel und sehr facettenreich. Es gibt nicht, für mich nicht der Polo. Es gibt den, der in den 70er Jahren mit den Stilzen gespielt hat. Es gibt den, der in den 80er Jahren mit Spahn unterwegs war. Es gibt den, der nachher mit dem Schmetterding unterwegs war. Natürlich ist die gleiche Figur, aber es sind andere Geschichten. Ich ziehe einfach meinen Hut vor ihm, weil er etwas wahnsinnig Grosses geleistet hat. Man merkt einfach, der Punkt, dass der auf der Bühne stehen muss, wegen Geld oder wegen irgendwas, der ist schon lange vorbei. Der Mensch will, der kann gar nicht anders, als einfach auf der Bühne zu stehen. Ich habe den Mann ins Herz geschlossen. Und zwar seit manchem Jahr. Der hat mich begleitet und wir haben zusammen eine Geschichte über all die letzten 20 Jahre. Ja, es ist jemand, der mir emotional nachstellt. Es ist irgendwie einfach so eine Person für sich. Es ist ein eigener Vogel. Ein ganz liebenswerter, finde ich. In allen seinen Texten redet er eigentlich so vielen Menschen vom Herz. Und das ist mega wertvoll für die Schweiz. Oh,
sind zusammengezogen an einem neuen Ort. Wo der Herbst ist gekommen, da ist sie wieder fort. Fort ist fort, da gleich hat's geschneit. Liebe kommt, da Liebe geht. Genau. Und das ist jetzt schon. Kein One-Night-Stands, du bist meine Alice im Wonderland, beide frei. Niemand kann es trennen, so viele schöne Momente darf ich gar nicht nennen. Das Leben ist ein Rennen, mit dir ist es eine Wanderung. Bist im Stress, komm bei mir und entspann dich ein bisschen. Wir sind frei, weil wir Liebe haben gesehen. Gemeinsam auf Reisen, gespiegelt im See. Deine Lippen auf meinen, die schönsten Momente sind immer die kleinen. Highlights in dem rastlosen Alltag. Ich habe die Alperosen Alltag. Es ist gelungen, mich total zu überraschen. Dass es selbstverständlich ist, dass in der Schweiz Mundartmusik gemacht wird, das kann man stark auf ihn zurückführen. Und das ist ein Gefühl von Dankbarkeit und auch Ehrfurcht. Ich habe das für den Polo einen sehr schönen und wichtigen Abend gefunden. So unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Künstler mal auf einem Fleck zu erleben, das war schön. Wirklich so magische Momente. Ein Riesenerlebnis. Ein perfekter Abend.